So, da sind wir jetzt an der Uni Bonn bei Achim Steiner, ehemaliger Exekutivdirektor des UN-Umweltprogrammes und jetziger Leiter des Entwicklungsprogramms. Er hat gerade hier noch an der Uni einen Vortrag gehalten auf dem Weg zur globalen Nachhaltigkeit. Herr Steiner, die Bewegung Fridays for Future hat den Politikern jetzt dieser Tage ins Gewissen geredet. Jetzt mal ganz schnell Hand auf Herz. Diese Bewegung ist ja auch umstritten, hat viele Kritiker. Aber aus Sicht der UN ist es nicht vielleicht eine Bewegung, die die Politiker dieses Planeten in der Klimadebatte endlich auf den richtigen Weg bringt? Kann ich ohne zu zögern bejahen. Unser eigener Generalsekretär hat inzwischen Greta getroffen, eine der Hauptfiguren in dieser erstaunlichen Bewegung. Ich treffe vor unserer Zentrale in New York auf der First Avenue, manchmal freitags, das amerikanische Pendant in New York, Alessandra. Ich finde es fantastisch, dass die Jugend sich dieses Themas annimmt. Ich verstehe auch, dass wir in den Vereinten Nationen genauso wie Regierungen Teil des Problems sind. Und diese Aufforderung, anders zu denken und zu handeln, ist absolut gerechtfertigt. Nun hören wir aus der Wissenschaft immer wieder, wenn sich in den nächsten 7 bis 10 Jahren beim Klimawandel nichts tut, dann ist das Ganze irreversibel, also nicht rückgängig machbar. Ganz straight gefragt, befinden wir uns jetzt also schon am Anfang vom Ende? Am Anfang vom Ende noch eine Wahl zu haben? Absolut. Ich glaube, die Wissenschaft hat uns ja Jahr ein, Jahr aus über fast 2,5 Jahrzehnte inzwischen die Klimawissenschaft immer konkreter dargestellt. Wir wissen heute, dass ab einem bestimmten Punkt die Emissionen eine globale Erwärmung verursachen, die sich über 100 von Jahren nicht rückgängig machen lässt. Das heißt, wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren Punkte überschreiten, die sozusagen eine Irreversibilität, das heißt das Umkehren, nicht mehr möglich machen. Große Industrienationen wie die USA sind aus dem Klimaabkommen ausgestiegen. Andere machen gar nicht erst mit. In Deutschland führen wir unsere CO2- und Elektroauto-Debatte. Wenn der Rest der Welt nicht mitmacht, was haben wir Deutschen davon? Also erst einmal macht die ganze Welt mit im Augenblick. Sie sagen, Länder steigen aus. Ein Land hat signalisiert, dass es aussteigen wird. Rechtlich kann Amerika erst ab 2020 überhaupt aus dem Klimaabkommen aussteigen. Alle anderen Nationen arbeiten weiter zusammen. Nächstes Jahr werden sie ihre neuen Klimapläne der Weltöffentlichkeit darstellen und vorstellen. Da werden wir dann auch bewerten können, ob höhere Zielsetzungen, größere Ambitionen sich umsetzen lassen. Das Pariser Abkommen lebt. Es lebt in 192 Ländern dieser Welt. Nur in dem Maße, wie wir im Augenblick handeln, reicht es noch nicht. Und deswegen müssen wir gerade das nächste Jahr dazu nutzen, uns höhere Zielmargen zu setzen. Nun wird ja über den Klimawandel nicht erst seit gestern geredet. Was aus heutiger Sicht haben die Politiker, die Macher dieses Planeten in der Vergangenheit falsch gemacht, damit wir da angekommen sind, wo wir jetzt sind? Also haben die sich zu sehr um Wirtschaft und Arbeitsplatzerhaltung und den Gewinn von Geld engagiert? Und das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind und kommen aus dieser Zwickmühle nicht mehr raus? Wie immer bei solchen großen Veränderungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich hat sich die Politik nicht aktiv genug eingeschaltet, obwohl man sagen kann, in Europa, in Deutschland hat die Politik sich in den letzten 1,5 Jahrzehnten ja immer intensiver mit dieser Frage auch befasst. Aber es gibt eben auch Gegenkräfte, es gibt Wirtschaftsinteressen, es gibt finanzpolitische Hintergründe oder auch Probleme. Wie finanzieren wir zum Beispiel einen Übergang, eine Energiewende, eine Verkehrswende? Nur, was ich am meisten bedauere, ist, dass wir so viel Zeit verloren haben. Auch jetzt in der Diskussion in Deutschland wieder über die Verkehrswende können wir uns noch 5 Jahre weiter darüber streiten, wer sollte eigentlich den ersten Schritt machen, wer finanziert die Infrastruktur. Wir haben doch bereits über Jahrzehnte es immer wieder geschafft, neue Technologien, neue Infrastruktur zwischen Staat, zwischen Privatwirtschaft, zwischen der Öffentlichkeit zu finanzieren und einzuführen. Es fehlt uns die Zeit, noch weiter uns zu streiten. Wir müssen handeln und genau darin liegt die größte Herausforderung. Nennen Sie doch mal ein paar konkrete Maßnahmen. Was muss jetzt sofort, heute und nicht morgen oder übermorgen passieren, damit unsere Kinder und Enkelkinder noch ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten genießen können? Im Grunde lässt es sich unter dem großen Titel Dekarbonisierung. Das heißt, bis 2050 müssen wir die Kohlenstoff-, die CO2-Emissionen auf Null bringen bzw. so weit kompensieren können, dass wir nicht weiter zur globalen Erwärmung beitragen. Das sind circa 30 Jahre, die uns bleiben. Das ist zu leisten, aber konkret Ausbau der Erneuerbaren, Energieeffizienz, die Verkehrswende, auch die Landwirtschaft
und letztlich den Menschen zu ermöglichen, ihren Alltag so zu leben, wie sie wollen, aber eben nicht, indem sie die ganze Zukunft ruinieren. Und genau das müssen wir durch Ordnungspolitik, Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, auch Energiepolitik leisten. Artensterben, Plastikmüll, die Reichen leben auf Kosten vieler Armer auf diesem Planeten. Was kann der Einzelne in seinem Alltag täglich tun, damit sein eigenes Leben auch eine Nachhaltigkeit fürs Klima und für die Umwelt hinterlässt? Der Einzelne kann handeln. Ich erinnere oft daran an eine Frau namens Wangari Maathai, die mal in Kenia in einem Dorf begann, Bäume zu pflanzen, um Frieden in ihrem Umfeld zu schaffen, aber eben auch ökologisch handlungsfähig zu bleiben. Sie gewann am Ende den Nobelfriedenspreis. Wir können jeder Einzelne, ob wir Schüler sind, ob wir Unternehmer sind, ob wir einfach nur Familienmitglieder sind, im Alltag viele Entscheidungen anders treffen. Das bedarf einer gewissen Eigendisziplin, erst auch mal Informationen besorgen, aber ob das der Fleischkonsum ist oder das Wegwerfen von Nahrungsmitteln. Viele von uns wissen gar nicht, dass wir über ein Drittel all dessen, was wir als Nahrungsmittel weltweit produzieren, jeden Tag wegwerfen. Ein Drittel. Letzte Frage. Politiker stehen auch oft in ihrem Job in der Zwickmühle. Einerseits müssen sie sich um das Klima kümmern, andererseits wirkt sich das wieder auch auf Arbeitsplätze auf. Luft zum Atmen versus Arbeit für den täglichen Lebensunterhalt. Was muss sich in dieser Gedankenspanne bei den Menschen in der heutigen Zeit ändern, damit wir aus diesem schwarzen Loch wieder rauskommen? Also erst einmal sollten sich Politiker nicht beklagen, dass sie in diesem Zwiespalt arbeiten, denn sie haben ja diesen Beruf oder diesen Lebensweg oder diese Aufgabe gewählt. Politik ist ja genau das, ausgleichen einerseits zu handeln, zukunftsorientiert zu handeln, verantwortungsvoll zu handeln. Was uns in den letzten Jahren oft nicht so gelungen ist, dass wir das wirtschaftliche Primat immer wieder als Nummer eins Thema genommen haben, andererseits Nachhaltigkeit, sozialer Ausgleich immer als zweite und dritte Thematik genommen haben. Ich glaube, da lag ein großer Fehler der Politik. Den bezahlen wir heute mit dieser Klimakrise, mit Umweltkrisen, aber eben auch mit den sozialen Spannungen, die wir in unseren Ländern und Gesellschaften erleben. Und genau das ist ja auch der Appell des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, sich dieser Herausforderung zu stellen, denn sonst werden wir einfach auseinanderdriften, als Weltgemeinschaft, aber auch in unseren eigenen Ländern immer polarisierter. Achim Steiner, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.